Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen noch mal ein bisschen weiter mit unserer Waldrecht-Kurzwissen-Reihe, diesmal Schleswig-Holstein. Jemand hatte irgendwann ein paar Videos weiter vorne angemerkt, oh, Schleswig-Holstein wird bestimmt das kürzeste Video, weil da darf man gar nichts. Leider hast du recht. Da darf man tatsächlich so gut wie gar nichts. Ich möchte kurz einmal schnell, auch wenn es nichts Rechtliches, keinen rechtlichen Hintergrund hat, darauf hinweisen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Tatsächlich sind viele Wälder in Schleswig-Holstein vergleichsweise empfindlich. Es gibt auch eine vergleichsweise sehr geringe, prozentual gesehen, Waldfläche. Und da müssen ja auch noch die Tiere drin wohnen. Und wenn da jetzt zusätzlich auch noch ständiger Besucherdruck drin ist und das auch noch rund um die Uhr, und man jetzt mal sich vorstellt, man würde die Einwohner Schleswig-Holsteins auf das bisschen Wald umlegen, dann hätte man jede Menge Einwohner pro Stückchen Wald quasi im Wald rumspringen, wenn alle kommen sollten, was natürlich nicht passiert, aber rein technisch gesehen ist das immerhin vorstellbar und damit existiert eben deswegen dieses saustrenge Waldgesetz, mit dem man wirklich fast nichts darf. Was darf man denn überhaupt? Naja, tagsüber darf man die Wege verlassen, das impliziert, dass man nachts die Wege nicht verlassen darf. Zur Nachtzeit heißt eine Stunde nach Dämmerung und bis eine Stunde vor Morgendämmerung, ne? Also Morgengrauen. Man darf rund um die Uhr Wege benutzen im Wald. Man darf, wenn man die Wege verlassen darf, also tagsüber, dort auch Walderzeugnisse sammeln wie Pilze. Bärlauch, falls da welcher wächst, weiß ich gerade gar nicht, ob das so weit nach Norden geht. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Sowas darf man. Und ja, leider war es das auch schon fast. Man darf noch Fahrrad fahren, man darf noch gegebenenfalls reiten. Das allerdings hinter den Bedürfnissen der anderen erholungssuchenden Fußgänger und Radfahrer zurücksteht. Also erst wenn deren Bedürfnisse gedeckt sind, dann darf man quasi reiten sozusagen. Und sonst war es das mehr oder weniger auch. Jemand Findiges hat in Bayern darauf hingewiesen, wenn man nachts nicht im Wald schlafen darf, dann könnte man doch theoretisch tagsüber schlafen und nachts durch die Gegend latschen. Tatsächlich wäre das rein rechtlich gesehen absolut möglich, wer das möchte. Ne? Man muss da halt quasi Vampir-Dasein sozusagen fristen und nachts halt wirklich nur rumlatschen, solange es dunkel ist. Eben entsprechend tagsüber quasi nur schlafen. Oder je nachdem, man muss ja nicht nur schlafen, man kann ja auch wach sein, das ist ja nicht das Problem. Und man kann auch tagsüber weiterlaufen, nachts müsste man es aber. Aber theoretisch wäre das eine Möglichkeit, um das Ganze auszutricksen. Ob das allzu beliebt ist, wage ich zu bezweifeln, aber ne, ich wollte es ja nun mal erwähnt haben. Außerdem darf man überhaupt kein Feuer machen, außer man ist der Waldbesitzer, der Jäger, der Förster, der Angestellte vom Förster und so weiter und so weiter. Und man darf auch nur von 1. März bis, von 1. März bis 31.10. gibt es ein Rauchverbot. Ja. Also sprich in den Wintermonaten bzw. frühes Frühjahr und Winter dürfte man dann im Wald theoretisch auch rauchen. Ansonsten darf man überhaupt kein Feuer machen. Thema Radfahren, ich hatte es mal kurz angemerkt, darf man auf Wegen und das war's. Mehr darf man in Schleswig-Holstein tatsächlich nicht. Ist hart. Aber noch so ein bisschen nachvollziehbar. Und natürlich fällt mir das leicht, das zu sagen, der ich in Baden-Württemberg ziemlich weit weg bin von Schleswig-Holstein. Komme da aber rein von der genetischen Abstammung her auch so ein bisschen her. Und ja, kann schon verstehen, dass das eben nicht so besonders schön ist, wenn man da wohnt und gerne waldläuferisch aktiv sein möchte. Da muss man quasi runter nach Niedersachsen. Dafür darf man da dann sehr, sehr viel. Macht's gut!